Hallo zusammen! Kommt einer mit einem halben Hühnchen zum Doktor und fragt, ist hier noch was zu retten? So komme ich mir vor. Er will eine Auskunft und zwar, die erste Anfrage braucht einer einen kleinen Kompressor. Und da war ein Standard-Service-Aggregat, sowas hier. Ich stell das mal hier hin. Ja, aber er braucht einen speziellen Verdampfer dazu. Gut. Ja, was für ein Verdampfer? Ein Verdampfer. Nachher kann dann mal das E-Mail. Wenn ich das E-Mail zeige, da steht dann das Kühlaggregat mit dem größeren Verdampfer. Und ich habe weder eine Anschrift noch sonst irgendwas auf diesem Mail. Wie soll ich das beantworten? Ich habe nicht mal eine Telefonnummer auf diesem Mail, wo ich den Kunden eine vernünftige Frage stellen kann. Es kamen dann diese Bilder hier. Hier kann man nichts erkennen. Und sowas hier. Da wusste ich dann, es ist ein bisschen was Größeres wie dieser Kompressor. Und zwar ist das ein Gauss-Kompressor, Gauss-Hermetik. Und zwar entweder ist es so ein Kompressor hier. Ihr seht mal den kleinen feinen Unterschied zwischen dem Teil hier und dem Teil. Es war aber nicht dem Teil, sondern das mit der externen Steuerung, das sieht man hier an diesem Eindruck. Dieser Kompressor hat einen Hubraum von 15 Kubik. Und das, was der Kunde angefragt hat, ist ein Hubraum von 2 Kubik. Ja, wenn ihr nicht wisst was, gebt mir doch Informationen. Vielleicht mal eure Anschrift. So im Mail drin wäre das vielleicht toll, dann könnte man rausfinden, was ihr brauchtet. Und nicht irgendwie, ich brauche einen kleinen Kompressor. Ja, und er möchte dann das selber zusammenhängen. Ja gut, ist er Kältetechniker? Nein. Ja gut, jetzt haben wir das Teil bekommen hier. Den stelle ich auf die Seite, der ist viel zu klein. Das Teil habe ich bekommen. Das ist das mit dem halben Hühnchen. Ich habe hier weder eine Abdeckung, noch weiß ich, wo irgendwie die Luft rein soll zum Kühlen. Ich vermute jetzt, dass hier ein Wärmetauscher stand. Irgendwie hier muss ein Kompressor sein, aber ich weiß nicht wie, weil es hat hier keine Lochbefestigung für einen Kompressor. Und ich habe hier das Teil gekriegt. Das ist das, was ich als letztes brauche. Das ist absolut keine Information wert. Ja. Jetzt weiß ich, ich stehe jetzt wieder vor dem Punkt, dass ich noch nicht weiß, was ich hier machen soll. Sowas kann man theoretisch gar nicht mehr bezahlen. Also ich weiß nicht, wenn wir das Teil jetzt eben von oben her anschauen, hier fehlt der Deckel. Ich weiß nicht, wo der Deckel ist. Ich weiß nicht, wo das Gehäuse ist. Ich weiß nicht, wie der Kondensator draufkommt. Ich weiß nicht, wie der Kompressor draufkommt. Ich weiß nicht, was für ein Kompressor und so weiter. Gebt mir doch eure Schuhnummer an, dann weiß ich vielleicht mehr. Wahrscheinlich nicht. Schickt mir Fotos oder wenigstens alles. Ich kann sie ja dann immer noch entsorgen. Und jetzt kommen wir zu meinem Vorschlag. Ich mache jetzt das Video für diesen Kunden, ob ich so eine Lösung anbieten kann. Ich habe hier einen Kondensator. Den könnte man hier hinsetzen. Aber ich weiß nicht, ob es hier Öffnungen hat in der Verkleidung, dass es hier Luft ansaugen kann. Dann brauche ich ja einen Lüfter.
Das Ganze ist 24 Volt, weil der Kompressor ist 24 Volt. Das kann ich an diesem Foto erkennen. Der Kunde hat es mir auch gesagt, ist für ein Milchsammelfahrzeug. Ja, der Lüfter, der kommt hier drauf. Aber ich weiß nicht, ist das Gehäuse, was hier drauf kommt, steht das vorne dran, hinten dran? Dann habe ich hier einen Kompressor, 24 Volt. Das ist jetzt ein 35 GH. Wir würden 205, 220er nehmen. Aber mit Propan, das ist heute das Problem vom Gesetz her. Also wir müssen natürliches Kältemittel einsetzen. Also ich muss den Kompressor hier zum Beispiel mittendrin platzieren. Ich weiß nicht, ob es da mittendrin Platz hat. Ich kann den Kompressor so platzieren, weil auf diesen Kompressor kommt noch diese Steuerung. Die kommt dann hier so drauf. Das ist die Steuerung, die früh hier an dieser Wand war. Oder soll ich den Kompressor drehen? Ich weiß nicht, wenn das Teil mal eingebaut ist, weiß ich nicht, in welche Richtung, dass ich den Kompressor drehen muss. Komme ich hier dazu, weil hier hinten eine Wand ist? Oder ist hier hinten eine Wand? Oder komme ich hier dazu? Ich vermute, weil hier Schlitze sind, dass hier die Rückwand ist. Also würde ich den Kompressor am besten so montieren und diese Steuerung hier. Dann komme ich wenigstens von dieser Seite hier. Hier dran. Ich kann die mal wegnehmen. Ja. Und dann ist die Frage, wie steuern wir die Temperatur an so einem Kühlaggregat? Zum Beispiel diese Eliwell-Thermostaten, die müssten dann irgendwo montiert werden. Ich kann die auch hier in einem Gehäuse montieren. Ist auch kein Problem. Aber wir müssen solche Angaben haben. Weil das halbe Hühnchen hier, das ist schon zu retten, aber wir müssen da viel mehr Angaben haben, dass wir sowas machen können. Also mein Vorschlag jetzt hier an den Kunden, wir setzen den Kondensator hier hin, den Kompressor hier hin und die Steuerung hier von mir aus mit einem Meter Leitung. Dann wird das ganze Teil verrohrt, das heißt wir kriegen hier noch einen Füllanschluss, hier die Leitung auf diesen Kondensator hier oben durch. Hierher gibt es einen Filtertrockner. Und dann kommen wir auf diese Leitung hier, weil dieser Filtertrockner, den könnt ihr rauchen, weil der war schon lange genug offen. Und dann muss man das System, weil das ja, ihr habt euch einer Mühe gegeben und einen Schrumpfschlauch drauf gemacht, das bringt gar nichts. Das System muss zu sein, weil kalt, warm auf dem Transport, dann sammelt sich hier drin Wasser an und das Wasser muss zuerst raus, das heißt, wir müssen das ganze System trocknen, also lange vakuumieren, dass das Wasser bei plus 5 Grad verdampft, weil wenn ich ein Tropfen Wasser in diesem Kühlsystem drin habe, dann friert das Kühlsystem in diesem, das ist ein Rohr, in diesem dünnen Rohr zu. Und dann kühlt es nicht mehr. Und dann, er hat ja meine Rufnummer. Er hat ja gar meine Anschrift. Ihr habt sogar mein Internet. Da steht alles drauf. Aber bitte, lieben Kunden, wenn ihr eine komplizierte Anfrage habt, Mail mit Anschrift. Also ich habe hier Mails, da schreibt einer, ich möchte eine Kühlbox bestellen. Ja, da brauche ich doch eine Anschrift. Was kostet der Transport zu mir? Ja, ich weiß ja gar nicht, wo der wohnt. Kann ich doch gar nicht offerieren. Schuhnummer drauf, Hosengröße drauf, alles drauf. Haarfarbe, könnt ihr alles aufführen.
aber auch die Anschrift und vielleicht eine Rufnummer, wo er erreichbar sei. Ja, das ist das halbe Hühnchen, da fehlt der Deckel, da fehlt das Gehäuse, da fehlt alles. Schick mir doch nicht ein halbes Hühnchen und frag wegen kleinen Kompressor. Noch eins zum kleinen Kompressor. Der Kompressor war drauf. Ich habe hier auch den Secop 1,4. Das ist auch ein kleiner Kompressor. Mache ich euch ein Video in der Endcard. Und ich habe hier noch was Kleineres. Ja. Redet nicht, was ihr braucht, sondern was ihr benötigt. Hier oben mache ich euch ein Video über die verschiedenen Kompressoren. Also nicht den, den gibt es nicht mehr. Gauss Hermetik ist der Herr Gauss, der Ernst Gauss ist gestorben. Ja, eine Alterserscheinung. In diesem Video kommt der kleine Kompressor, der BD35, die größeren und der ganz große. Und hier mache ich euch auch ein Video über diesen Kompressor, über dieses Aggregat. Aber eben, ich brauche einen kleinen Kompressor, ist die falsche Aussage. Ich wünsche euch einen schönen Tag.